Das Wort hat der Kollege André Hunko für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Republik Moldau ist das ärmste Land Europas und gleich in zweifacher Hinsicht von dem völkerrechtswidrigen Krieg Russlands in der Ukraine betroffen. Zum einen durch die geografische Nähe, es ist schon angesprochen worden, eine Autostunde bis Odessa, und auch durch die innere Gespaltenheit des Landes. Es gibt bei Teilen eine starke historische Verbindung nach Russland, bei anderen nach Rumänien oder Richtung EU, aber auch durch die Flüchtlinge, die über Moldawien aus der Ukraine geflohen sind. Über 100.000 sind dauerhaft in Moldawien, werden dort von Familien aufgenommen. Ungefähr 300.000 haben Moldawien passiert. Also es ist ein Land, das sehr, sehr stark betroffen ist. Und es ist richtig, dass humanitär hier in jeder erdenklichen Weise geholfen wird. Die CDU-CSU hat einen entsprechenden Antrag eingebracht. Da steht sehr viel Richtiges drin. Ich will aber auch ein paar Punkte ansprechen, die nicht da drin stehen. Moldawien ist auch gleichzeitig das Land, in dem der größte Raub des Jahrhunderts stattgefunden hat vor einigen Jahren. Eine Milliarde Dollar wurden aus dem Staatshaushalt gestohlen. Und junge Menschen, die dagegen protestiert haben, sind kriminalisiert worden, waren im Gefängnis. Ich habe sie in Chisinau besucht und haben schließlich im Herbst letzten Jahres vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Recht bekommen. Diese unfassbare Korruption, die dahinter steht, ist auch unter der neuen Regierung bisher nicht aufgearbeitet worden. Und der Begriff Korruption, Herr Abraham, steht nicht ein einziges Mal in Ihrem Antrag. Auch das muss angesprochen werden. In Ihrem Antrag steht, der Bundestag soll die Konrad-Adenauer-Stiftung in Moldawien unterstützen. Mit Verlaub, einem solchen Antrag können wir nicht zustimmen. Wenn dann schon alle Stiftungen, und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist auch umstritten in der moldawischen Gesellschaft. Sie sitzt in der Regierung. Das ist Thema dort. Auch der enge Bezug, der in Ihrem Antrag drin ist, dass Rumänien der zentrale Akteur sein soll, ist vor dem Hintergrund der Geschichte Moldawiens, denke ich, auch zumindest unsensibel. Das sind ein paar Kritikpunkte. Ich will aber doch sagen, die Hilfe für Moldawien, die humanitäre Hilfe in dieser Situation ist dringend notwendig. Das unterstützen wir, aber nicht jeden Punkt in Ihrem Antrag. Vielen Dank. Ich komme nun letztmalig zurück zu den Wahlen.